Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, heute schauen wir uns das neue Video von Mimi an. Der nächste Payback-Teil ist draußen und heute kommt vielleicht wieder der nächste, wenn er das einhält von Montag und Donnerstag. Dann kommt heute der nächste, den werden wir uns dann morgen bzw. übermorgen irgendwie ansehen. Ich versuche da wieder ein bisschen hinterherzukommen. Ich habe jetzt, glaube ich, zwei Teile bei mir zu Hause alleine geguckt bzw. in der Reaction von Simon. Und jetzt sehen wir uns den fünften Teil zusammen an. Die Yeezy-Verarschung von Leon Mascher und Apo Red Payback 5. Sagt man noch nichts, ich habe aber auch die ganzen Videos nicht damals mitverfolgt. Ich habe ein, zwei Sachen mitbekommen, aber ich habe overall das eigentlich ignoriert, weil ich damit nichts zu tun haben wollte. Falls ihr meine restlichen Payback-Videos sehen wollt und die Reaktion auf den Diss-Track, klickt oben ins i, ich habe es für euch verlinkt. Ansonsten hören und schauen wir jetzt rein bei der Yeezy-Verarschung. Wir sehen einen gut gelaunten Jero, wie man ihn kennt, der wahrscheinlich wieder den Staubsauger in der rechten Hand hat. Ich bin gespannt. Was geht ab, ihr kleinen Schlingel? Ihr glaubt gar nicht, was ich wieder für saugeile Videos entdeckt habe. Was? Und zwar die Folgen. Hä, woher waren das? War das echt von der Bunten? Okay. Folgenden. Fremdgeprank? An Dagi? Das sind Dagi und Eugen. Oh nein, Alter. Warum werden denn solche YouTuber mit reingezogen hier? Eigentlich Dagi und Eugen beide sehr korrekt. Dienstag habe ich sie erst gesehen. Sehr korrekte Menschen. Dagi bietet fremd. Letzte Woche Dienstag. Prank. Okay, in dem Video wird Leon von Dagi und Eugen geprankt. Eigentlich will Leon zusammen mit Dagi Eugen pranken, der Eugen wurde aber von Dagi eingeweiht, heißt die pranken Leon, während Leon denkt, dass er Eugen prankt. Okay, warte, was? Ich hab's nicht mitbekommen. Ich bin nicht drin. Okay, in dem... Ich hab sie Sonntag gesehen. Ey, ich war gerade so am Struggeln mit den Tagen. Okay, in dem Video wird Leon von Dagi und Eugen geprankt. Im Video wird Leon von Dagi und Eugen geprankt. Eigentlich will Leon zusammen mit Dagi Eugen pranken. Der okay. Eugen wurde aber von Dagi eingeweiht, heißt die pranken Leon, während Leon denkt, dass er Eugen prankt. Okay, ich hab's verstanden, ich hab's verstanden. Der typische Double Prank. Wenn jemand verstanden hat. Ja, wie auch immer. Leon ja, beim zweiten Mal gucken versteht man's, Alter. Hotelzimmer und Eugen kommt rein. Er soll dann denken, dass Dagi fremdgegangen ist. Daraufhin eskaliert Eugen mit einer Knarre und Leon hatte davon keine Ahnung. Das Problem ist bloß, Alblali war zufällig dabei, als sie den Scheiß auf der Gangtour durchgeplant haben. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich auf der Gangtour nicht so wohl gefühlt, wie ich es gerne hätte. Es gab eine Situation, die fand ich persönlich ziemlich awkward. Da haben Dagi B und Leon Mascher ihr Fremdgeh-Prank geplant. Du kommst hier rein und dann erwischst du mich und dann holst du eine Knarre. Und ich dachte mir, hä? Ohne Witz, wir sind so viele verschiedene YouTuber auf einem Haufen. Da würde es doch möglich sein, einen realen Prank zu drehen. Auch wenn ich grundsätzlich kein Fan von Pranks bin. Aber ich habe mir während der Gangtour einfach immer wieder eingeredet. Gut, wir sind irgendwo alle Schauspieler. Und Fake-Pranks sind ja irgendwo selbstverständlich. Und es geht ja nur darum, seine Zuschauer zu unterhalten. Alles andere ist egal. Aber das, was ich ausgeblendet habe, dass die meisten Zuschauer einfach sehr jung sind und es nicht besser wissen. Dass sie angelogen und ausgenutzt werden. Und vor allen Dingen, dass dadurch viel Cash gemacht wird. Ich will jetzt keine Moralapostel sein, aber ihr wisst, was ich meine. Oh, wen wo? Lol, also hat einfach Alblali das schon aufgedeckt. Lol. 100, das ist auch fake. Das heißt, Leon denkt, dass seine Zuschauer denken, dass er denkt, dass er Eugen prankt, während er stattdessen geprankt wird. Und ich denke mir, so ein Scheiß kann sich auch nur Leon ausdenken. Und ich denke mir, ich schau dieses Video hier, nice. Alblali ist ein Ehrenmann mit der Bürgerfrisur. Das stimmt. Okay. Heute verbrenne ich deine Yeezys und du denkst, dass es deine Originalen sind, aber weißt du was, Digga? Ich hab Fake Yeezys geklärt. Kleiner Spoiler, der Yeezy ist nicht das Einzige, was hier Fake ist, aber dazu später. Denkst, Alter, der verbrennt keine meiner originalen Yeezys. Digga, mich kannst du nicht auseinandernehmen, Bro. Leg dich nicht nochmal mit mir an, Digga. Freunde, ich muss mich feiern. 4,5 Millionen Aufrufe, Leute. Wir machen alle was falsch, glaube ich. Mein Rap bereitet gerade oben sein Essen vor wegen Ramadan. Der fastet ja. Ich muss jetzt alles vorbereiten. Ich muss die Kameras positionieren und ich hoffe, der dreht am Rad. Ja, genau, Leon. Positionier mal deine Kamera. Okay, ich bin sehr gespannt, wo die landen. Jedenfalls macht Leon dann erstmal Spiritus drauf und zündet die Schuhe dann eben an. Okay. Oha, das ist voll gefährlich, mit dem Spiritus danach noch reinzugehen. Mach das nicht, Jungs. Und dann kam nicht nur Apo Red, sondern auch mein persönliches Highlight. Sorry, Leute. Was? 250.000 Leute haben die Reaktion von Apo Red, die ungefähr so aussah. Ich mach's ganz kurz nach, standardsgemäß, Freunde. Ich mach's ganz kurz nach. So war. Für real gehalten. Okay. Stark. Apo Red, sondern auch mein persönliches Highlight. Warte. Nochmal.
Kennt ihr diese Klos mit Ablage, wo man vorm Spülen noch die Kacke sieht? Apo Red guckt auf die angezündeten Yeezys wie ein Allmann, der seine Kacke nach dem Scheißen analysiert. Safe. Aber ich schweife gerade ab. Was passiert da eigentlich noch in diesem Video? Die muss dich verarschen, scheiße Mann. Hey, Digga, Alter, eine Hose, du bist geburt. Ey, Mann, scheiße dich, was machst du da? Ey, hol die Hose da raus. Ey, das war meine Lieblingssporthose, Mann. Apo Red holt seine Lieblingshose aus dem Feuer und wirft sie wieder rein, um Leon zu sagen, dass er sie rausholen soll. Geil. Aber jetzt zu der eigentlichen WTF, Sache, warum der Frank Digga. Fake ist. Schaut euch dazu diese Szene an. Verstecken. Was sind die Originalen jetzt von denen? Verstecken wir hier, komm her. Verstecken. Und jetzt schaut euch folgende Szene an. Was fällt euch auf? Verstecken wir einfach. Was sind die Originalen jetzt von denen? Verstecken wir hier, komm her. Verstecken einfach. Ich hab's nicht geblickt, ich bin vielleicht auch sehr dumm. Okay, der zweite Clip war von Leons Originalaufnahmen, wo man die Kamera im Bild sieht. Und das hier ist das, was euch Leon stattdessen auf YouTube serviert hat. Er hat absichtlich das Bild reingezoomt, damit man nicht sieht, Lol. Wo die Kamera steht. Ihm ist also wichtig, dass seine Zuschauer denken, dass es real ist, sonst würde er es ja gar nicht versuchen zu vertuschen. Also braucht hier auch gar keiner mehr kommen mit, das dient ja nur zur Unterhaltung. Leon lügt euch an und verkauft euch für dumm. Ich muss jetzt alles vorbereiten. Lol, okay. Ja, die Kamera hast du ja wie immer perfekt und unsichtbar. Ist versteckt, Digga, ist versteckt. Leon, willst du eigentlich noch irgendwas dazu sagen? Schau mich an, ich bin ziemlich bekannt. Ich hab Apo seine Yeezys verbrannt. So unangenehm. So unangenehm. Sexy Time-Massage Prank. Okay, dieser Prank wurde mittlerweile gelöscht, deshalb zeige ich euch alles an diesem Reupload hier. Digga, wie Mimi auch die ganzen Reuploads davon hat, ich liebe ihn. Das ist immer lockige Prank, Dildo im Döner-Prank, das war so lustig, er ist komplett ausgerastet. Ich habe ihm am selben Tag noch einen Gutschein geschenkt für eine Time-Massage. Er hat sich so mega gefreut, ich dachte mir, weil ich ihn immer gequält habe, schenke ich ihm mal so einen Gutschein. Aber... Ein okay. Freund, ihr kennt Leon. Ich werde ihn gleich, weil er hat gleich den Termin. Während er gerade von der Thailänderin massiert wird, werde ich aus der Gardine auftauchen und so auf den Rücken hauen. Mal schauen, wie er reagiert. Ich glaube, der wird so durchdrehen. Er macht nicht so lange, weil er kommt manchmal zu spät. Okay, also Kurzfassung. Locke hat um 11 Uhr einen Termin im Massagesalon und Leon geht vorher schon hin, um auf Locke zu warten. Dann kommt Locke irgendwann mit dem Gutschein rein und geht in den Massageraum, wo den Zuschauern dann die zwei Kameras vorgestellt werden. Kamera 1... und Kamera 2. Hier soll der Zuschauer dann auch die Kamera sehen, damit Leon zeigen kann, hier, guck, ich... Ich liebe Mimi für diese Zwischeneinspielung. Versteck meine Kameras! Denn Leon verdeckt die versteckten Kameras normalerweise nie, wenn er davon ausgeht, dass man sie im Bild nicht sieht. Siehe Gay-Prank, siehe 70.000 Euro True. Schuhe gestohlen Prank oder 1.000 Euro Yeezys verbrennen Prank. Stimmt. Aber zurück zur Thai-Massage. Locke zieht sich aus und legt sich hin. Statt der Dame massiert dann aber Leon den Locke und Locke merkt davon nichts. Irgendwann dreht er... Wie kann man das nicht merken, wenn die sogar die Hände tauschen immer, hä? Er sich dann um und dann, haha, Prank. Du Arsch. Ich check den Prank aber nicht jetzt. Was ist jetzt daran so, also ich check den Prank nicht. Was ist jetzt der Prank, sag ich mal? Was ist jetzt das, was kacke ist für diesen Typen, der da liegt? Also ich möchte auch nicht, dass Leon mein Stern mich anfasst. Mal davon ganz abgesehen, aber so ist jetzt ja nichts ultra Schlimmes dabei. Aber gehen wir nochmal zurück. Hä? Locke kommt rein und sagt: Bist du dumm? Ja, ich habe hier so einen Gutschein gekriegt von Leon. Einen Gutschein gekriegt von Leon? Ja, normal, Leon ist ziemlich bekannt. Da weiß natürlich jeder sofort, von wem die Rede ist. Und jetzt, wo Leon keinen Führerschein mehr hat, kennt ihn wahrscheinlich auch der Taxifahrer. Wow. Aber noch viel interessanter ist, dass Locke den Termin um 11 Uhr hat, während man auf Leons Uhr was ganz anderes. No way, Alter. Detektiv Mimi hat wieder alle seine Lupen rausgeholt. Er hat die doppelte Lupe gemacht, Leute. Das ist die doppelte Lupe. Holy shit. Da ist es nämlich nach 15 Uhr. Lol. Aber vielleicht geht ja die Uhr falsch. Ja, und vielleicht geht auch diese Uhr. Gefickt, Digga. Er hat ihn einfach wieder hochgenommen. Auseinandergenommen. Hochgeworfen, runtergeworfen, weggeworfen. Er hat ihn weggeworfen. Genau gleich falsch, oder was? Jetzt gibt es verschiedene Lol. Erklärungsmöglichkeiten. Nummer 1. Locke hat einfach über 4 Stunden gebraucht, um sich auszuziehen und hinzulegen.
Halte ich für realistisch schon mal. Wir hören die nächste Variante an. Ja, das könnte wahrscheinlich sein. Oder wie wäre es mit der zweiten Möglichkeit? Zwischen dem Eingangsbereich und dem Massageraum sind über 4 Stunden Gehweg. Nicht so realistisch, trotzdem möglich. Heißt, bei einem normalen Gehtempo liegen zwischen den beiden Räumen über 20 Kilometer. Oh ja, das klingt auch plausibel. Ja, oder ja. Die dritte Möglichkeit. Locke lag einfach 4 Stunden da, bevor Leon angefangen hat, ihn zu massieren. Und die Kameras haben einfach über 4 Stunden gefilmt, ohne Akku oder SD-Kartentausch und ohne die Kameras einmal zu berühren, um zu schauen, ob die überhaupt filmen. Ja, Mann, so kann es natürlich ja, auch gewesen sein. Wir mischen drei. Oder die vierte Möglichkeit. Leon hat euch einfach wie immer angelogen. Aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Krank. Krank, wie er ihn hochnimmt. Okay, my girlfriend. Krank. Oh, er hat sogar mit Untertiteln, um diesen amerikanischen CPM-App zu nehmen, hat er sogar Untertitel reingemacht, damit die englischsprachigen Zuschauer auch aufs Video klicken können, damit es viral geht, Alter. Pokémon Go Fail, auch noch Titel auf Englisch. Krass. Guck mal, ich glaube, die kämpfen gerade um mein Pokémon. Guck mal, der Typ sogar mit Pokémon. Guck mal, die mit Pokémon. In seiner Welt. Ey, die gucken gar nicht mehr nach vorne, ne? Oh, der Typ auch, guck mal, ey. Oh mein Gott, das ist was. Warte, wie soll das sein, Digga? Soll das gerade so sein? Leon Mascher ist zufällig in der Hamburger Innenstadt. Zufälligerweise haben sie eine Kamera dabei. Zufälligerweise fängt er an zu filmen und dann zufälligerweise 10 Sekunden oder 30 Sekunden im Video fällt ein Typ ins Wasser. Digga, ziemlich viele Zufälle. Ist das Video zufälligerweise auch fake, Leute? Er ist nicht ins Wasser gefallen. Komm mal mit, Mann. Komm mal mit. Okay, in dem Video filmt Leon den Jumbo Schreiner, wie er ins Wasser fällt, weil er Pokémon Go spielt. Der taucht dann halt wieder auf und irgendwie taucht in dem Video auch eine zweite Person auf. Hier die Szene. Was passiert, ey? Alter, halt Maul! Tupac ist wieder aufgetaucht! Hä? Boah, 20 Jahre Zeittauchen ist echt ein neuer Rekord, würde ich sagen! So, der Dicke wird dann gerettet und der Schwarze irgendwie nicht. Der ist wahrscheinlich drin geblieben, weil es für ihn das erste saubere Wasser ist, was nicht Nestle gehört. Das hat Mimi jetzt gesagt. Aber warum ist das Ganze jetzt genau fake? Ich spiele jetzt mal ein paar Videoclips ab von Leuten, die auch mal einen Abgang nach unten gemacht haben. Da können wir mal einen Eindruck bekommen, wie das sonst so aussieht. Was haben die alle gemeinsam? Die treten unerwartet ins Leere und stürzen dann. Logisch, die wollen mit dem Schritt nach vorne oder nach hinten auftreten, aber vom Boden kommt kein Widerstand, also bewegen die sich nach unten. Und jetzt schauen wir uns nochmal den Typ aus Leons Video an. Der fällt, der springt eher so. Ja, der springt, der springt eher. Der Fuß, mit dem er den Schritt durchführen müsste, befindet sich hinten. Er ist also noch nicht mal ins Leere getreten und befindet sich schon in der Schräglage. Das heißt, er hat sich da faktisch einfach reingeworfen. Ja. Der fällt da einfach mal ins Wasser, weil er Pokémon Go spielt. Leute, guckt nach vorne, guckt nicht auf euer scheiß Smartphone. Guckt mal nach vorne, ey. Das ist unglaublich, ey. Ja, echt unglaublich. Ich kann's auch. Ja, aber auch die Szenerie ist ja viel dümmer, dass sie da einfach so random sind und das auf einmal passiert. Gar nicht glauben. Ja, weil es halt fake ist. Du musst nur nach vorne gucken, Junge. Und du musst gerade eine Rolle spielen. Aber sagen wir mal, das Video ist nicht fake. Leon, wenn du nicht wusstest, was passiert, warum hast du dann gefilmt? Danke. Ich ist ja echt so, dass er sich dann auch so vorstellt, so, hey Leute, das ist Leon Mascher, würde das in dem Dreh passieren und auf einmal irgendwie ohne, dass Leon das ankündigt, so, aber das ist ja so dumm gestellt sogar. Jeder ist irgendwie am Smartphone, so viele Leute laufen die ganze Zeit hin und her, gucken die ganze Zeit aufs Handy, das ist so lustig. Was sollte das denn für ein Video werden? Du sagst, same. Leute spielen Pokémon Go. Ja, Leute spielen Pokémon Go. No shit. Ey, kannst du vielleicht nochmal ein Video machen, wo du sagst, dass es Leute gibt, die Fortnite spielen? Oder dieses Minecraft? Und apropos Pokémon, ich habe geile Merch-Artikel. Kennt ihr die schon? Und zu jedem bestellten Artikel gibt es eine limitierte Adventure-Time-Buckelkarte. Ey, der Merch von mir ist echt geil. Alles in der Beschreibung verlinkt. Check das mal aus. Und das nächste Video kommt am Donnerstag und... Oh, ja. Und seid gewarnt, diesmal wird's der Übercringe. Oh, Leute, ich freue mich immer so drauf. Donnerstag ist heute und ich werde das Video dann morgen hochladen, denke ich, weil ich mich wirklich sehr darauf freue, Leute. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Die Videos von mir sind einfach so angenehm. Angenehm einfach, dumme Leute zu sehen, die aufs Maul kriegen. So diese Instant-Karma-Compilation, sowas ist das. Boah, das ist einfach Balsam für die Seele, Leute. Ich bin gespannt, Leute. Lasst mir auf jeden Fall eure Meinung dazu da. Was war bis jetzt der schlechtest gefakte Prank? Der Prank, der am schlechtesten war. Ich kann mich nicht entscheiden. Jetzt dieser Pokémon Go, den fand ich mit am wacksten. Weil da hat jeder Blinde gesehen, dass es fake ist. Meiner Meinung nach. Gut, Freunde. Wir werden sehen. Das war's von mir. Habt einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh wie immer. Wir sehen uns und tschüss.